Wie kriegst du denn die Jugendlichen zu packen, dass sie zugänglich dafür sind, überhaupt über sowas zu diskutieren, nicht mehr zu beleidigen? Erstmal brauche ich dafür wieder auch eine ruhige Situation. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich muss erstmal als Pädagoge wissen, du kannst mich damit nicht schockieren. Also wir sagen immer, wir machen auch Persönlichkeitscoaching für Lehrer, so bulletproof Selbstbewusstsein aufbauen, weil die Beleidigung ja erstmal nichts mit dir als Person zu tun hat, sondern es ist das Thema des jungen Menschen, der das an mich bringt. Ja. Und da wirklich zu sagen, wir schaffen eine ganz ruhige Situation. Wir machen ja auch Klassentrainings und da wird dann aufgedröselt, auch mit den Kindern und Jugendlichen, mit den gleichen Erklärungen, die wir auch den Pädagogen geben, zu sagen, hey, wie kommt es überhaupt zu dieser Situation? Und wenn wir da ein bisschen in die Tiefe gehen, oft hat das auch gar nichts mit dem schulischen Alltag zu tun, sondern Kinder kommen schon mit Stress, mit negativer Energie in die Schule. Und wir als Pädagogen sind nur so dieser letzte Tropfen, der das gerade auslöst. Und wenn man das später nachbespricht, vielleicht auch ohne den drohenden, sanktionierenden Zeigefinger, und dann sagt, nein, ich möchte verstehen, worum es bei dir geht, dann kriegen wir erst gute Antworten. Weil nur wenn wir in Ruhe sind, unser Gehirn die Chance hat, normal reflektiert zu reagieren, dann öffnen sich Kinder auch. Und letztendlich geht es um Bindung. Ich brauche Bindung zu den Kindern. Also es geht um echtes Interesse, darum echtes Interesse zu zeigen, ja? Genau. Das ist der Punkt. Ich lehne dich nicht ab, weil du jetzt irgendwas gesagt hast oder weil du irgendwie gehandelt hast. Wir sind mit deinem Verhalten. Das machen wir auch ganz klar, auch in den Klassentrainings. Und das empfehlen wir auch Kollegen, das immer wieder klar zu machen. Ich bin mit deinem Verhalten nicht einverstanden. Aber trotzdem bin ich dir als Mensch zugewandt.